Die Waldwanderung, eine Bewegungsgeschichte der Theatergruppe Dirndl. Heute machen wir einen Ausflug in den Wald. Wir ziehen unsere Schuhe. Unsere Jacken. Und unsere Kappen an. Dann machen wir uns auf den Weg. Zuerst gehen wir über eine Wiese mit hohem Gras. Jetzt kommt eine alte Brücke. Wir müssen ganz vorsichtig und langsam laufen. Die Bäume sind sehr groß, aber viele Bäume haben tief hängende Äste. Damit wir mit dem Kopf nicht stoßen, müssen wir uns bücken. Jetzt sind wir auf einer Lichtung angekommen. Die Vögel singen so schön. Schaut mal, dort ist ein Hase. Und hier kommt eine langsame Schnecke. Sie hat ein kleines, aber feines Schneckenhaus. So viele und schöne Farben zeigt der elegante Schmetterling. Je weiter wir in den Wald hineingehen, desto dunkler wird es. Aber wir haben keine Angst. Wir sind sehr mutig. Wenn es dunkel wird, kommen die Nachttiere raus. Ein Frosch hat uns gehört. Er hofft, so schnell er kann, in reinen Fluss rein. Seht, da oben, eine Eule fliegt. Auf einmal fängt es an zu regnen. Es donnert sogar. Und der Wind weht. Es ist so kalt. Es ist Zeit gekommen, uns auf den Heimweg zu machen. Wir kommen wieder an die alte Brücke und laufen vorsichtig und langsam. Wir gehen noch einmal über die Wiese mit dem hohen Gras.
Hause angekommen, ziehen wir wieder unsere Kappen, unsere Jacken, und unsere Schuhe aus.